Sabit hat's böse erwischt. Wir wollen jetzt nochmal schnell reparieren, denn allzu viel hält das Teil nicht mehr aus. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light The Following. Nee, einbauen wollte ich jetzt nicht, das war hier reparieren. Genau. Das noch nicht reparieren, hält noch genug aus, weil wenn wir es reparieren, ja, verfliegt eben ein Reparaturslot. Na, dann mal los. Aufhängung wieder intakt. Wir fahren zurück zu Yassir, bringen die Kräuter, aber wir wollen eben nicht erzählen, was mit Sabita vorgefallen ist. Es war ja wirklich übel, der saß da unten und ist zu so einem Schattenjäger mutiert. Er konnte aber noch sprechen und um Hilfe, um Erlösung bitten. Und das haben wir natürlich getan. Schon übel. Nun gut. Was ist das? Das Spiel hängt mal wieder. Also beim Fahren ist das nur. Also beim Fahren ab und zu, da hat das Spiel noch so seine Hakler. Da bleibt es mal kurz stehen. Hoffe, das wird noch behoben. Allzu schlimm ist es jetzt zwar nicht, aber auf die Dauer nervt das schon und muss ja einfach nicht sein. Da ist ein Fass. Ich dachte, da wäre ein Explodierens. Ich fahre die Straße zurück. Wir müssen ja hier sowieso lang, weil... Ja, das sind die Felsen. Oh, schön, wie das fliegt. Da kommen wir ja noch schlecht rüber. Ist noch nicht am Damm, oder? Ist ein anderes... ein Expedianz. Anderes Kraftwerk. Ja, sehen wir auf der Karte. Dieses Strommast-Symbol. Was ich eigentlich noch gerne machen würde, eine Sicherheitszone hier außerhalb einrichten. Strom ist ja mittlerweile vorhanden. Das Wasser ist nicht weiter schlimm. Die Viecher auch nicht. Keiner hat gespuckt. Wie weit noch weg? 700 Meter. Alles klar. Na, was bist du für einer? Explodierens. Ach Gott, der hat uns noch erwischt. Schade, aber die sind jetzt richtig schlimm. Gut, die waren auch schon... War das einer mit Bimbos? Die waren schon im Hauptspiel schlimm. Wobei, später war ich recht gefasst. Ah, jetzt bin ich hier oben. Ah, dann können wir noch bei Silas vorbeischauen. Also, nee, so heißt er nicht. Aber... Das Blöde ist, wir kommen hier nicht runter. Oh, ein Spucker. Ist doch der Rammer gewesen mal. Wir können noch mal kurz einkaufen. Dann parke ich schon mal direkt zum Abhauen. Nein. Toll, ich parke wirklich direkt hinter dem LKW, mit dem Anhänger. Ne, ist sogar noch eine Zugmaschine dran. So, packen wir mal. Ah, ich bin so ekelhaft, dieses Viehzeug. So, schnell weiter. Ich will dir nicht plündern. Ich will jetzt noch schnell einkaufen. Etwas für unseren Wagen. Schauen wir mal direkt auf das Geld, weil letztens haben wir verdammt viel ausgegeben. Das soll mir nicht nochmal passieren. So unbedacht, viel ausgeben. Ich meine, wir haben es ja. Aber wenn wir nicht darauf achten, haben wir bald gar nichts mehr. Ich habe in dem Müllhaufen neue Sachen gefunden. Freut mich. 10.000 Stufe 4. Ui. Haben wir... Waren das... Oh ja. Das waren die Teile vom letzten Mal. 6.000, aber schön, dass man sein Geld dann doch mal hier im Spiel ausgeben kann. Du wirst nicht glauben, was ich gerade gebastelt habe. Also es wäre schon schön, den Wagen so stark zu haben. Reparieren können wir das 4-mal. Mir wäre es lieber, es wäre orange. Stufe 4 schon kaufen. Also ich habe ja bisher alles gekauft. Die kosten wirklich so viel. Du wirst nicht glauben, was Scheiße. Ich gerade gebastelt habe. Ich kaufe erstmal den ganzen Kram hier. Haben wir eigentlich Stahlrohr und sowas schon verwendet? Hier kaufe ich auch nochmal. Also Stufe 3 nehme ich mal gänzlich mit, weil Stufe 4 ist mir noch zu viel. Ja, Stufe 3 nehme ich komplett mit. Jetzt die Frage, haben wir den Rest schon? Haben wir alles schon auf Stufe 2? 55.000 nur noch, aber schön, dass man das eben loswerden kann. Können wir noch verkaufen? Oh, 4,50. Süß. Haben wir noch Waffen zum Andrehen? Die Machete ist eigentlich in Ordnung. Wo ist noch blau? Ja, lass uns doch in Ruhe. Gehe ich hier rüber. Gut, dann weiß ich jetzt aber schon mal, warum die Taschen so leicht wurden. Hallo. Da haben wir wirklich für unser Auto schön ordentlich was ausgegeben. Benzin. Leider leer. Medkits nehme ich jetzt hier mal nicht mit. Ist das einfach? Ja. Okay, mache ich.
Hier gibt es ja meistens zwei. Zumindest war das im Hauptspiel so. Hier ist auch schon der Punkt. Nach rechts. Ja. Ah, die stehen dahinter, da im kleinen Mauer. Oh, ein Militär-Medkit. Ansonsten nix. Ich muss nochmal nachschauen, ob die jetzt irgendwas Spezielles geben. Ob die eine spezielle Eigenschaft haben. Müssen sie ja. Schaue ich aber nochmal gleich nach. Gummi. Oh, wieder leer. Wie viel Benzin? Hier rotzt irgendwo jemand. Schaue ich hier nochmal kurz nach Benzin. Da. Ah, immerhin. Ach, da hinten. Da schaue ich hier oben nochmal nach Benzin, weil allzu viel haben wir, glaube ich, nicht. Und du blödes Vieh. Also wenn er uns einmal getroffen hat, müssen wir schnell ran. Oh Gott. Heilen. Jetzt stirb. So, dich plündere ich mal. So, jetzt haben wir hier oben Ruhe. Dann gehen wir mal auf die Suche nach Benzin, weil es muss gerade sein. Da hätten wir noch Medkits vielleicht. Was das Militär-Medkit kann, schaue ich jetzt nicht nach, weil hier oben... Ja, Menü haben wir keine Pause. Zum Glück einfach, aber gerade eben war auch bloß eins drin. Ah, fast in der Mitte. Ah, links, weiter links, so ungefähr 10:30. Ah, 11 Uhr. Zwei Militär-Medkits. Ich muss da wirklich gleich mal nachschauen. Das machen wir noch, das vergesse ich nicht. Oh, lila Kunststoff. Haben wir jetzt hier auch schon? Naja. Hätte ich der Reihe nachgehen müssen, Mist. Hallo. Die wurden doch betäubt, wenn wir sie anspringen, ne? Ja. Einfach mal eben flux das Genick umgedreht. Oh, nehme ich auch noch mit. Also hier oben, wenn wir einkaufen gehen, können wir gleich immer mal nach Medkits schauen, weil es sind drei Wagen. Und diesmal waren sie zumindest einfach. Kommt ein Zombie an, zwischendurch mal ruhig sein, um zu lauschen. Selbst die kleinen Viecher machen ja mittlerweile ordentlich Schaden. Zwei kleine. Super. Dürften uns mittlerweile auch wieder ein paar herstellen können. Flasche mit Benzin. Jetzt schaue ich hier nur noch nach Benzin, dann war es das. Rechts immer. Leer, bloß nach Benzin, weil hier stehen gerade so viele Autos. Super. Noch einer. Leer. Dann hauen wir jetzt ab. Schöner Wagen, ne? Lass den in Ruhe. Oh, schnell weg. Boah. Der zieht ja rein, aber gut so. Dann hier runter, weil runterfliegen will ich nicht. Der Wagen soll relativ ganz bleiben. Festgefahren. Hallo. Hallo, hallo. So, hier ist eine Abfahrt. Ich würde aber gerne die linke nehmen. Wobei, wir müssen nach rechts. Aber ist ja egal. Die nehme ich nicht mit, weil im Zweifelsfall steht da noch ein Explodierhans. Und die mag ich ja nicht so sehr. Farm, wir kommen. Kreuzer, ihr kommt zu Yassir. Und wir... Ich könnte beim Händler vorbeischauen. Wer war nochmal der Quartiermeister? Das war... Ah ja. Bilal war das. Da könnten wir uns auch Benzin holen. Stimmt, an der Tankstelle gibt es ja auch immer ordentlich. Aber ich will noch nachschauen, was die Militär-Medkits bringen. Ich will nachschauen, wie viel Benzin wir jetzt wirklich haben. Und Medkits herstellen werde ich dann einfach mal wieder in der Pause. Muss schon abbiegen. So, aufpassen, nicht, dass hier ein Stein in der Nähe ist. Ja, warum wir einmal die Scheinwerfer bei Nacht hatten, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Wir waren ja seitdem, also schon lange nicht mehr bei Nacht unterwegs. Will ich aber auch meiden. Wir waren schon in einem Schattenjägernest. Wobei, der Schattenjäger, der einer wurde, werden sollte, der war gefangen. So, schaue ich jetzt mal kurz nach, ehe ich es vergesse. Inventar sind wir schon richtig. Hm, doch, darf ich ziehen. Also viele, viele Teile, Militär-Medkits mit starken Antiseptikum, getränktes Verbandsmaterial. Machen die mehr Schaden, wenn ich jetzt eins benutze? Welches wird benutzt? Wir haben 12 an der Zahl. Ich glaube erst Militär, oder? Die heilen dann schneller, oder wie? Schau mal kurz nach. Ja, Militär wird aufgebraucht. Just die Frage, was bringt das Zeug genau? Da steht ja nichts weiter, oder? 100er Wert... Genauso viel wert.
Ach, ist egal, ist bloß eine andere Form, die machen das gleiche. Mit starkem Antiseptikum. Oh, 23 Flaschen ist ja super. An Benzin habe ich jetzt gelesen. So, Yassir, hier, Kräuter, bitte. Das habt ihr doch gebraucht, oder? Ja, es wird uns sehr helfen. Das mit deinem Freund tut mir leid. Danke. Aber zumindest wissen wir jetzt, was mit ihm passiert ist. Und es ist keine Schande, auf diese Art zu sterben. Schande natürlich nicht, aber nicht schön. Gläubiger. Super. Die Zusammenkunft wäre die nächste Story-Mission. Ich schaue nochmal kurz hier beim Herrn Händler vorbei. Du hast einen Attentäter. Ist jetzt nicht so besonders. Nehme ich aber mal mit. Strompfeile, Schmierstoffe, Stromkabel, Stahlrohr, Mullbinden nehme ich mit. Ansonsten Munition. Haben wir was verbraucht? Ich weiß ja nicht. Zwei nehme ich gerne mit. Schrauben nehme ich mit, weil die brauchen wir am ehesten. Für unseren Spaß, die Bolzen nehme ich noch mit. Die Pfeile sind teurer, oh deutlich. Dann lieber Bolzen. Hallo. Hm? Ach so, komisches Hallo von ihm. Gut, da hinten ist noch eine Mission. Ist die bei SG? Schauen wir mal nach. Sie wird, glaube ich, natürlich, ja, denke ich, mit einer Hauptfigur sein. Ist die Frage, Hauptmission oder was für SG? Ich würde SG bevorzugen. Ach, der Vater ist da. Ist Erkan jetzt wieder halbwegs normal? Wir fragen mal nach. Oh, Erkan. Schön, Sie hier zu sehen. Wie geht's ihr? Sie reagiert immer noch nicht, aber ich glaube, sie erholt sich. Ja, kommt mir auch so vor. Und wie geht's Ihnen? Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken. Tut mir leid, wie ich mich aufgeführt habe. Ich stand unter Schock. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Gern geschehen. Schön, dass ich helfen konnte. Ich wünschte, ich wäre mehr wie Sie. Aber ich bin zu alt, um mich noch zu ändern. Ist ja nicht weiter schlimm. Ich weiß allerdings, dass ich mich jetzt um sie kümmern sollte. Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Da hast du recht. Und was er eben kann, ist eben für seine Tochter da zu sein. Da muss er sich auch gar nicht groß verändern. Hauptsache, er ist für sie da. Hallo Eski, was gibt's denn Neues? Du glaubst also, dass Erkan gar nicht da war, als es passierte? Nein, das ist es nicht. Was ist es dann? Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber ich habe im Laufe der Jahre einiges über ihn gehört. Vor dem Ausbruch war er nicht gerade der Mutigste. Ich habe ihn in einem Keller gefunden. Glaubst du, er hat sich die ganze Zeit dort versteckt? Das habe ich nicht gesagt, aber möglich wäre es. Ach du Scheiße, das ist irgendwie schwer zu glauben. Was ist daran schwer zu glauben? Dass jemand nicht sterben will, auch wenn er bei einem Kampf nicht die geringste Chance hat? Nein, aber dass jemand seine Familie in einer solchen Situation im Stich lässt. Ich weiß nicht, Kyle. Ich wünschte, ich wüsste, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt, habe ich dazu gar keine Meinung. Aber würdest du? Ich würde gerne ein bisschen nachdenken. Allein. Kein Ding. Also Eski beißt sich, also sieht immer so aus, irgendwie auf die Unterlippe. Also ich finde sie allgemein ziemlich süß, also sie gefällt mir. Es wird bestimmt mit einer Hauptfigur sein. Oben ist noch was. Bis zum nächsten Mal, Mädchen. Bin mal gespannt, was da noch wird, weil sie hat ja auch noch einen kleinen Disput mit ihrem Vater. Du säufst also, was machst du denn hier? Mach mal was Nützliches. Hören Sie sich meine Story an, Mister. Ich bin ganz Ohr. Es ist eine Story über Stolz, Vorurteile, Krieg und Frieden. Sie beginnt in den alten Tagen, als die Leute noch ehrlich und aufrichtig waren. Und als es noch kein... Ja, aber ein paar kaputte Charaktere gibt's auch weiterhin. Naja, also ich glaube, bei Eski eben werden wir noch mit der Sache mit ihrem Vater irgendwie zu tun haben. Ja, von der Kleidung her kann man schon sagen, sie hat auf jeden Fall ihren eigenen Kopf. Na gut, jetzt Kleider machen, Leute, man soll nicht über das Äußere urteilen. Okay, ist bloß die Sonne da hinten. Aber ich glaube, das wurde nicht ohne Grund... Sie hat sich nicht ohne Grund so angezogen, das wollte ich sagen. Sie wurde nicht ohne Grund so angezogen, aber sie ist ja schon ein großes Mädchen. Nun denn, sie will noch etwas nachdenken, du hast deinen Brief bekommen, du warst nicht, nee, Eilem war der mit der Stromrechnung.
Können wir noch irgendwie helfen? Wir brauchen Vertrauen. Unser Wagen steht da rechts. Ach, wieder falsche Taste. Dann schauen wir mal nach. Will ich hier noch von was machen? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal wieder hier weiter. Zum Auge der Sonne ist ja schon ausgewählt. 1 Kilometer weit weg. Nun denn. Das Fahrzeug ist uns immer am nächsten. War hier nicht irgendwas? Ne, mit ihm war, glaube ich, nichts. Er bastelt zwar, aber bei ihm konnte man keine Teile bekommen. Kyle, wie du bewiesen hast, bist du überzeugt, das Richtige zu tun. Bald schon wirst du einer von uns sein. Du schon wieder? Ja, diesen Akolyten müssen wir noch treffen. Ist der wieder da hinten? Eigentlich wollte ich jetzt unseren Wagen aufwerten. Aber wenn hier einer steht und uns beschmeißt, finde ich das nicht so schön. Also ich schau mal, Stufe 2 hatten wir überall. Hier hatten wir schon Stufe 3 beim Antrieb. Hier hatten wir auch schon Stufe 3. Nehmen wir mal mit. Ja, eingebaut. Warum warten, wenn wir es denn haben? Hier haben wir noch keine Stufe 3. Oh Gott, da kommt der Hammer an. Scheiße. Lass unser Auto ganz... Mann. Das war haarscharf und unser armer Wagen. Ich muss den mal abwenden. Am Ende kann der den wirklich stark beschädigen. Oh, geh da weg, du Arsch. Oh, der steht auf unserem Auto. Ich glaub's ja nicht. Also der erste Rammer war nicht unbedingt zu besiegen, als wir... Die bemerken uns dann hier gar nicht mehr in der Sicherheitszone. Als wir beim Kraftwerk waren. Und bei den Bengeln, bei den kleinen Bastarden, da konnten wir ihm Schaden anrichten, aber eben erst spät. Oh, da ist ein Jerry-Paket und das war verdammt heiß. Dann fahre ich jetzt mal dahin, weil das haben wir hier noch gar nicht eingesackt. Was haben wir jetzt eingebaut? Ich habe schon wieder vergessen, Herr Hans. Was, Turbo? Ich musste auch dann ganz schnell raus, weil... Banditen? Schon wieder? Weil Rammer. Nein, ich werde dir in den Arsch fahren. Bums, und es gibt Erfahrungspunkte. Plündern werde ich die jetzt nicht. Ich will, bevor wir die nächste Mission angeben, nochmal zu einem GRE-Paket fahren. Da werden bestimmt schon böse Jungs da sein, weil es schon länger liegt. Da ist die Markierung. Jo. Scheiße. Hallo. Na, Kämpfer allesamt? Schön, fahren wir trotzdem platt. Das finde ich ja toll. Nö. Wo bist du genau? Ja, da sehe ich dich. Du warst gut getarnt, Junge. Ach komm, den verprügeln wir. Das bekomme ich hin. Da hinten ist er. Der wirft gleich mit irgendeinem Scheiß. Ah, wieder Kopfschuss und wieder hat's bei ihm funktioniert. Medkit, ja super, hat sich auch gelohnt. Und immerhin noch ein halbes GRE-Paket. Mann, die habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Wobei, ich habe nach unserem Let's Play dann eben weiter einen anderen Spielstand gespielt. Einen zweiten. Und... Da habe ich die natürlich auch wieder eingesackt. Aber ist eben schon etwas länger her. Relativ gesehen. So, nun denn. Auf zur Zusammenkunft. Aber erstmal mit der Laterne zusammenkommen. Ah, der Wagen zieht schon ordentlich. Stufe 4 ist, glaube ich, Maximum, oder? Also, wenn wir erstmal eine gewisse Ausrüstung haben, dann, ja, können wir erstmal wieder Geld sammeln, weil ich muss das ja erstmal alles verbauen. Vorher müssen wir es ja erstmal 3, 4, 5 Mal reparieren. Je nachdem, welche Farbe. Und ja, bis dahin dauert es eben schon. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein gutes Lager an Ersatzteilen. Und ab und zu gibt es auch mal was geschenkt, oder? Beim Herrn Silas Truck, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich habe den Namen mir nicht gemerkt. Oh Gott, hier sind wir gerade total verkehrt. Hier sind wir doch hergekommen, ne? Da ist doch der Ausgang, Eingang ins Umland. Da oben geht es wieder zurück nach Harran. Nee, ich werfe die Straße. Ja, ist keine Straße, es ist ein kleiner Graben, ein Flutgraben. Knapper Kilometer noch. Ah, schaut mal, asphaltiert und macht dann auch keinen Schaden, wenn wir nicht gerade die Schräge fahren.
Da gäbe es vielleicht Medkits. Apropos Medkits, mal wieder was heilen. Können wir schon mal machen für die nächste Gelegenheit. Ach, Mist. Ich doof, Hans. Flüchter. Ja, die müssen wir auch nochmal besorgen. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir die Zusammenkunft. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss. Der zieht ordentlich an.